Alexander Fleming, Flash, sein Spitzname oder Kampfname im Ping-Pong, im Kickball, wo er ja zur Weltspitze gehört. World Cup Gewinner 2018 und zweimal im Finale von Weltmeisterschaften. Auch im Tischtennis hat er sich wieder zurückgemeldet. Mit einem dritten Platz bei den nationalen deutschen Meisterschaften in Wetzlar 2019 mit neuen Partnern. Meine private Meinung, da wäre fast noch ein bisschen mehr drinnen gewesen, aber ausgerechnet im Halbfinale, so habe ich gesehen, hat der Erik Potthoff einen sehr schwarzen Tag oder ein schwarzes Spiel erwischt und eine Menge Fehler gemacht, die man sonst von ihm nicht kennt, aber das ist meine subjektive Einschätzung. Das kann man auch anders sehen. Trotzdem ein toller Erfolg, dass man immerhin ins Halbfinale vorgerückt ist, nachdem man noch nie vorher doppelt miteinander gespielt hat. Die Gegner waren ja keine schlechten, die man im Halbfinale hatte. Dankeschön an die Kollegen von der Lokalpresse Hildburstein. Wenn ihr da Informationen haben wollt, lohnt es sich reinzuschauen in die lokale Presse. Die machen eine hervorragende Berichterstattung aus dem Tischtennissport. In Hildburstein.